Hey Leute, hier ist Handit. Heute gucken wir uns erstmal das Problem im Forum kurz an, und zwar die Gildensuche. Hier tauchen täglich bestimmt 5, 6 verschiedene Threads auf von Gilden hier. Gilde Hellgate sucht euch, Gilde Eva, Gilde Kaboom, Gilde M und so weiter. Also das Forum wird relativ zugespammt mit vielen ich suche Member, ich suche Member, ich suche Member, und die Anzahl an Spielern im Forum, die nach Gilden sucht, ist sehr gering. Also gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, wie ihr nach Membern suchen könnt, und vor allen Dingen nach Membern, die in eurem Machtbereich sind. Übers Forum, kann ich euch versichern, werden selten wenig Spieler vermittelt. Und den Fehler, den ich auch immer bei vielen neuen Gilden sehe, es geht nicht darum, eine Gilde mit vielen Membern zu haben, es geht darum, eine Gilde zu haben, wo sich die Member untereinander kennen und wo man sich untereinander hilft. Ich sehe immer bei vielen Gilden, ja, bei uns nur hier 50 Splitter pro Woche spenden. Bei uns, wir haben, oder beim Aufbau der Gilde, in der ich bin, wurde darauf geachtet, dass sich alle Spieler wohlfühlen, dass alle Spieler sich hier zu Hause fühlen und dass man sich untereinander kennt. Bei uns gibt es keine Spendenpflicht, bei uns wird gespendet, weil man spenden möchte. So ist der Aufbau bei uns, und diese ganzen Voraussetzungen, die geschaffen werden und Macht und hier und da, sind sehr schön und gut, aber in erster Linie solltet ihr daran denken, dass hinter dem Charakter hier im Spiel immer ein Mensch steckt, und der Mensch möchte persönlich angesprochen werden. Und ihr könnt mir glauben, ich war schon in vielen Spielen unterwegs, und die einfachste Art und Weise, eine Gilde aufzubauen, ist, die Spieler direkt anzusprechen. Und deswegen dachte ich mir, da das ja scheinbar nicht so bekannt ist, wie macht man das? Also ihr macht jetzt eure Rangliste auf. Und seht denn hier, ich bin Platz 538, in den Top 1000 sind fast alle in der Gilde, aber grundsätzlich guckt man sich die Spieler um sich herum an. Hier sehen wir die Base, hier sehen wir das Gildenhaus, und hier sehen wir, der Spieler ist in der Gilde. Nehmen wir mal an, der Spieler wäre jetzt noch nicht in der Gilde, und ich sage mir, oh, der Spieler hat eine gute Base, hat gute Helden, der interessiert mich, dann klicke ich hier einfach auf, klicke hier auf Freund hinzufügen. Und somit auf diese einfache Art und Weise habe ich den Spieler denn in der Freundesliste. Jetzt kann ich hier gucken, hier sehen wir den Spieler, und hier ist das Chat-Icon. Und wenn der Spieler online ist, dann ist dieses Chat-Icon wie hier oben bei Scam blau hinterlegt. Und ihr könnt den Spieler auf einfache Art und Weise anschreiben. Dann fragt den Spieler, hey, kann ich dich kurz stören? Und dann sagt sie, ich habe eine Gilde gegründet und ich möchte dich gern aufnehmen. Und ihr addet euch vielleicht erstmal 10, 15 Spieler so aus eurer näheren Umgebung, wo ihr wisst, die haben keine Gilde. Und dann seht ihr, wenn die online sind, und könnt ihr direkt anschreiben. Kann ich euch garantieren, hat eine höhere Erfolgsquote, als im Forum den 100. Thread aufzumachen. Ich suche eine Gilde und zum 30. Mal einen Push reinzuhauen, weil im Forum sind einfach nicht so viele Spieler unterwegs. So, jetzt haben wir mal gleich wieder raus. Also so viel, so kann man auf einfache Art und Weise Spieler auch in seinem Machtbereich anschreiben, anwerben, gucken, in welcher Gilde ist er, und kann ihn zu sich holen. Dann erreichen mich immer noch viele Fragen zur Magie. Deswegen dachte ich, springen wir hier mal kurz zur Relikthalle. Ihr seht hier oben meine 4 Spells, sind, denke ich mal, die Spells, die am sinnvollsten sind. Und wir gehen jetzt mal kurz der Reihe nach durch, welche Spells es überhaupt gibt. Also hier vorne haben wir den Pfeilhagel. Der macht hier einen festen Schaden von 600 und 8%. Also am Anfang ist er ja ganz nett, aber später wird er wirklich nicht gebraucht. Wenn ihr jetzt nicht gerade auf Macht geht, braucht ihr den eigentlich gar nicht groß ausbauen. Weil am Anfang steht auch sofort der wichtigste oder Nutzen-Kosten-Superquote-Spell zur Verfügung, Sanierung. Sanierung heilt. Und das ist der Spell, den ihr am meisten einsetzen werdet, weil er ist wirklich günstig und in einem gewissen Radius heilt ihr eure Helden hoch. Super Spell, sehr effektiv. Dann haben wir hier Ares Inbrunst. Einen Buff erhöht für Truppen und für Helden 17% des Angriffs. Ja, der wird auch oft benutzt, ist ganz nett. Zu meinen Top 4 gehört er nicht. Dann haben wir hier als nächstes den Windsturm. Der macht so ein paar tolle Wolken, aber der Schaden ist wirklich lachhaft. Manchmal sehe ich den, wenn irgendwo Goldlager konzentriert sind, wird der Windsturm darauf geklatscht. Gut, kann man ein bisschen Gold holen, wenn die konzentriert stehen, aber ist nicht wirklich effektiv, um irgendwelche Gebäude zu zerstören. Dann kommen wir hier zu einem Spell, den ich auch sehr gerne einsetze, den Schutzengel-Spell. Und zwar macht er eure Kämpfer, ihr seht hier, unbesiegbar. Im Grunde braucht ihr den auch gar nicht darin, es ist einfach nur sinnvoll, dass ihr den auf eure Helden packt, damit sind eure Helden unverwundbar für die Zeit, wo das Spell eben anhält. Für 6 Sekunden hier.
Bei mir ist er jetzt schon auf Stufe 3 und gibt 10 Leuten Unverwundbarkeit, aber im Grunde würde er auch für 6, also dass alle Helden geschildet sind. Einer der wichtigsten Spells und der kostet auch nicht so viel. Meteor. Wieder so ein für mich nutzloser Spell, weil der Schaden einfach zu gering ist. Braucht er nicht ausbauen, wird nie benutzt. Ja, dann haben wir hier noch die Katastrophe. Lässt einen riesigen Felsen über das Schlachtfeld rollen, ne? Ist einfach zu uneffektiv, wird auch nicht benutzt, braucht er nicht leveln. Dann kommen wir hier zu meinem momentanen Lieblingsspell, Ares Collar. Und zwar seht ihr hier, wird die Angriffsgeschwindigkeit, die Bewegungsgeschwindigkeit und der Angriff erhöht. Macht super Spaß, damit zu kämpfen. Wir werden auch gleich nochmal meine vier Lieblingsspells in einem Raid angucken. Aber der Spell, den will ich jetzt schnellstmöglich auf Stufe 5 bringen, weil, also werdet ihr sehen, der Spell macht echt Spaß, damit zu spielen. Phönixflug. Der belebt zufällige Freunde, also auch Truppen und alles, was umkippt, wieder. Haben schon viele Leute mit rumgetestet, klingt ja auch erstmal recht interessant, wird aber im Endeffekt auch kaum eingesetzt. Wie gesagt, gehört nicht zu meinen Top 4, die sieht ja, wie gesagt, hier oben. Habe ich auch noch nicht wirklich getestet, aber ich habe auch noch niemanden gefunden, der den wirklich einsetzt. Dann kommen wir hier zum Schneesturm. Später bei den Raids ist es super, weil der friert alles ein, also Gebäude und Helden. Ihr kennt ja hier alle gerade diese schöne Base, die haben viele oder einer geänderten Version. Einfach hier einen Schneesturm in die Mitte geklatscht, alle Helden, alle Türme sind eingefroren und bis der Schneesturm aufgetaut ist, ist alles weg. Kostet zwar wirklich viel, viel Gold, 90.000 auf Stufe 1, aber sehr effektiv, wenn man denn bereit ist oder wenn man genug Gold hat, um ihn ständig einzusetzen. Weiß ich nicht, ob ich es letzte Mal erwähnt hatte, habe ich ja darauf geachtet, hier bei den Helden zum Beispiel einen hohen Skill zu haben. Soweit wie ich informiert bin, gibt es pro Skill Level, was ihr hier unten seht, nochmal 10 Macht zusätzlich. Also der hat jetzt gegenüber einen 1 von 5 Helden nochmal 30 Macht, die er extra für uns generiert hat. Darauf sollte man auch noch achten. Ja, weiterhin fragen mich viele Spieler, welche Truppen soll ich für Hibi Monsters einsetzen? Und da gibt es verschiedene Überlegungen. Also grundsätzlich sollte man so farmen, dass man keine Truppen benötigt. Weil es kostet immer Ressourcen, die müssen immer nachproduziert werden, ihr habt immer einen Zeitverlust. Springen wir hier nochmal rein in die einzelnen Kategorien. Bei Hibi Monsters versenden viele Spieler die Wächter. Warum werden die Wächter verwendet? Ihr könnt einfach eine extrem hohe Anzahl, je nachdem, wie hoch euer Kaserne ist, ich glaube hier mit Stufe 16, könnte ich 50 Wächter dort stehen haben. Es sind einfach ein Miele-Schild, also die stehen einfach da. Alle Helden kippen hier eh mit einem Schlag, alle Truppen kippen eh bei einem Schlag von einem Helden um, also ist es egal, welchen Truppentyp ihr habt. Und diese Wächter werden dort als Blocker eingesetzt. Sie stehen dort, sollen die Truppen eine Zeit lang aufhalten, machen eh nicht wirklich viel Schaden wie alle Truppen bei Heavy Monsters, aber die Türme könnten in der Zeit schießen. Ist eine oft gewählte Wahl. Dann sehen wir hier aus der Reihe haben wir oft Mecha-Typen stehen oder Ornithopter, relativ selten, aber oft diese Mecha-Typen eben sollen das gleiche machen wie die Wächter durch ihr hohes Leben, eben die Truppen, die gegnerischen Truppen verlangsamen, damit die Türme länger schießen können. Sind beides Überlegungen, die man anstellen kann. Dann hat man hier in der Mitte natürlich noch die Kombination von Schaden und Leben, aber im Grunde ist es egal, für was ihr euch entscheidet, es kippt alles wirklich schnell um und es ist nur eine Verzögerung von ein paar Sekunden. Gut, die kann viel ausmachen, muss man wirklich sagen. Wenn man darauf angewiesen ist, sollte man damit arbeiten. Aber zum Splitter-Farmen ist es eigentlich egal, was ihr wählt. Und ansonsten müsst ihr mal die Überlegung, könnt ihr mal die Wächter testen, mal die Mechamen dazu packen und mal hier in der Mitte entweder mit den Drachen oder mit den Greifen arbeiten, um ein bisschen Schaden zu machen. Aber im Grunde kippen die Truppen einfach in ein paar Sekunden, ist einfach dieses Lager leergeräumt. So, dann suchen wir uns mal einen passenden Gegner, wo ich euch die Magie zeigen kann. Na wunderbar, hier wollen wir gleich mal anfangen. Und zwar seht ihr in der Mitte hier den Kern mit den Helden und den Türmen und da werde ich euch gleich mal den Schneesturm präsentieren.
Sobald wir die Helden gezogen haben, haben wir hier erstmal einen Schild rein aus Frequency. Droppen unsere paar Greifer und ihr seht, die Mitte ist da schon erledigt. Na. Können wir hier nochmal. Na. Zeige ich euch beim nächsten Raid den Schneesturm-Spell. Und ihr habt gesehen, hier mit Aros Frequency und dem Schild, wie schnell hier denn dieser gefährliche Mittelteil erledigt war. So. 200.000 Gold, 4.000 Erfahrung und wir kaufen erstmal schnell neue Magie, damit es weitergehen kann. Ah, hier sehen wir die typische Base, wo man so schön drum herum läuft. Die versuche ich eigentlich immer zu meiden beim Raiden. Das klappt, geht meistens schief. Ja, der würde sich ja anbieten. Mal gucken, ob wir noch was Besseres finden. Haben wir wieder so eine schöne Base. Mal was anderes. Oh, fangen wir einfach mal hier außen an und gucken, wie es so laufen wird. Wir werden jetzt natürlich außen rumlaufen, aber wir hoffen, dass hier der Donnergott schön mal hinten in die Mitte reinprockt. Jetzt müssen wir gut hier mal kriegen wir den vollen Schaden von allen Turmen. Da hauen wir jetzt erstmal vorsichtshalber die Heilung mit rein, damit uns da nicht so viel passiert. Man sieht, der Donnergott hat da hinten hingeprockt und ihr seht, wenn der Stack denn vom der Proc vom Kürbis kommt, wie schnell die hier schön laufen. Boah. Jetzt hat der Kürbis hier die volle Akku, da hauen wir erstmal gleich das Schild rein und wenn er jetzt gleich weg ist, stoppen wir hier mal den Beschuss der Turme, damit er uns nicht umkippt. Und ihr seht, da kam der Proc endlich ganz zum Schluss. Und durch den Schneesturm versuchen wir hier mit dem Kürbis am Leben zu erhalten. Und ihr seht, hat auch geklappt. Hat uns natürlich jetzt von den Ressourcen her wenig gebracht. Aber ihr habt mal die Spells in Aktion gesehen. Ein Raid machen wir auf jeden Fall noch. Wo ich vielleicht mal ein paar Guardians finde, also Wächter, und euch zeigen kann, wie schön es in Kombination ist mit dem Kürbis ablaufen kann. Ja, hier haben wir nochmal so eine schöne Base, wo alles in der Mitte ist. Hier seht ihr auch sehr hohe Türme, greifen, die hohen Schaden machen. Na, noch sieht's gut aus. Wenn wir jetzt zur Mitte kommen und den Rest ziehen, jetzt brauchen wir unbedingt noch mal Heilung für den. Da habt ihr schon mal wieder schön den Proc gesehen. Schild rein, Ares Frequency hier rein. Und dann hoffen wir, dass die Helden schnell ausgenügt werden. Jetzt ziehen wir da oben das Lager nochmal sicherheitshalber eine Heilung rein. Und ihr seht durch den schönen Proc vom Kürbis, wie schnell hier auch die Helden bam, 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 bam. Und ihr seht die Geschwindigkeit von den Procs und vom Geistermager. Jetzt ist Ares Frequency und der Buff der Einzelbuff vom Kürbis ausgelaufen. Der Doppelproc war dann nicht mehr da. Aber ihr seht, wie effektiv es dann ist, wenn man hier denn am Mittelteil ist. Schild rein, Frequency rein, nochmal eventuell eine Heilung rein. Und ihr seht, wenn dann der Kürbis auch im Fokus ist, aber durch das Schild natürlich nicht umkippt, dann hat er einen Doppelproc oder Dreifachproc mit der Frequency kombiniert. Dann geht es ziemlich schnell in der Mitte, denn bis alles down ist. Ja, also ich hoffe, ihr habt gesehen, wie das mit der Magie abläuft und wie ihr am besten Gilden oder Member anwerben könnt für eure Gilde. Wenn ihr weitere Themen gezeigt oder erklärt haben wollt, hinterlasst mir Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es. Wenn euch der Channel gefällt, abonniert ihn vielleicht, dann werdet ihr mal informiert, wenn ich was Neues mache. Ich bin jetzt erstmal ein paar Tage im Urlaub, also erst nächste Woche Mittwoch wieder zurück. Das heißt, die nächsten 4 Tage wird es auch keine Videos geben, aber ich komme auf jeden Fall wieder. Wünsche euch eine schöne Zeit, euer Hunted.